Und damit willkommen, liebe Freunde, zur zweiten Folge von White Knight. In der letzten Folge haben wir uns hatten einen Unfall und haben uns dann einen Schlüssel aus dem Vorgarten besorgt, um hier die Türen zu öffnen. Und jetzt stehen wir drin, in der Tür, und Fußabdrücke sind vor uns hier, die wir uns aber anscheinend nicht genauer angucken können. Ein Telefon. Hello. Hello. I need an ambulance. Can you hear me? I need help. This cold, the darkness around me. I was usually not afraid of the dark. But there, on that day, I remembered I had a matchbox somewhere in my jacket. The urge to light a match was growing with every new chill running down my spine. In meiner Tasche fand ich eine Schachtel Streichhölzer. Ich konnte mit B diese Schachtel Streichhölzer benutzen. Da war irgendwas hinter uns. Kapitel 2. Eine Tür fiel zu. Und jetzt fängt der Gruselfaktor so ein bisschen an. Hätte ich das gewusst, hätte ich mit Cam aufgenommen. Wie lange hält denn so ein Streichholz? Wer war am Ende der Leitung? Ich konnte dieses Geräusch nicht vergessen. Das stimmt, wer war am Ende der Leitung? Der schien überrascht, dass überhaupt noch jemand ihn anrufen kann. Sobald ich im Haus war, wollte ich mit dem Telefon Hilfe rufen, doch die Antwort war verzerrt und unverständlich. Wer war es? Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, als sich die Eingangstür hinter mir von selbst wieder verschloss. Oh ja, mir läuft auch langsam ein kalter Schauer über den Rücken. Was liegt da? Streichhölzer. Die wir wahrscheinlich brauchen, um hier wirklich zu überleben. Eine friedliche Landschaft. Die Art von Ort, an dem ich liebend gern gewesen wäre. Eine Tür. Hier ist auch die Schaufel. Die Schaufel war voller frischer Erde. Anscheinend war jemand erst kürzlich im Garten fleißig gewesen. Der Schlamm war noch frisch. Ja, das ist wahrscheinlich noch von der Statue. War nicht zu öffnen. Es hatte keinen Zweck. Ein Hut. Ein Mann lebte dort. Mein Gott, ey. Boah, Junge, ey. Alter. Hör. Streichholz? Danke. Wer auch immer hier lebte, hatte einen besonderen Geschmack, was Alkohol anging. Versperrt. Egal, ich brauchte Hilfe und sie war da drin. Eher da draußen, oder? Die Berglandschaft konnte mich nicht beruhigen. Oh, wer ist das denn? Ha! Licht! Sehr gut. Und da ist wieder dieses Zeichen. Ich will da aber noch nicht rein. Wir gucken uns erstmal weiter um. Zwei Männer und ein kleines Boot. Eine Erinnerung an eine Expedition. Enzyklopädien. Der Rücken war kaum lesbar. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben hier einige Türen, die wir jetzt gehen können. Und ich würde sagen, wir nehmen diese hier. Tür Nummer 1. Was ist das?
Der Sessel sah gemütlich aus. Ich konnte mich ausruhen und meinen Fortschritt speichern. Cool. Hier fühle ich mich direkt wieder wohl. Was ist das für ein Mann überall auf den Bildern? Da oben ist schon wieder so einer. Margarets Tagebuch, Auszug 11. 21. August 1911. Das Haus erstickte förmlich an nutzlosen Beleuchtungen und Verzierungen, wie unangemessen für die Größe eines Vermögens wie dem der Vespers. Es war das Werk eines degenerierten Romantikers, ein Schandfleck in diesem Jahrhundert. Zuerst ließ ich die Blumenbeete an der Ostseite des Gartens entfernen, sie versperrten nur den Weg und verbreiteten im Sommer einen schier unerträglichen Gestank. Ich hatte es Henry gegenüber nicht erwähnt und er war sehr ungehalten. Zum ersten Mal glaubte ich etwas wie Wut in seinen Augen zu sehen. Wenige Sekunden lang sah er aus wie ein Mann. Dann versenkte er sich wieder in seine Melancholie und spielte den ganzen Nachmittag lang Klavier. Wieder dieser Jazz, diese einfältige Musik, die nach Ausschweifung und Elend klingt. Okay, das sind also die, die das Haus hier gekauft haben von den Vespers, oder was? War das der Schein des Unfalls, den ich da sah? Ich will auch gucken. Gemeiner Typ. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist der Stuhl, der so gemütlich aussieht, auf dem man speichern kann. Ah, Ankunft der Dunkelheit, 29. Oktober 1938. Irgendwann hörten wir auf mitzuzählen. Wir zählten nicht mehr mit, wie viele Unternehmen in den letzten 9 Jahren schließen mussten. Wie viele arbeitslose Familien auf der Straße landeten und gezwungen waren, in den armen Vierteln am Strand zu leben. Wie viele waren ins Meer geworfen worden oder verbrannt wurden, weil niemand sie mehr kaufen konnte. Stattdessen zählten wir, wie viele unserer Geschäftspartner mit uns in den Abgrund stürzten. Der Börsenkrach begann vor 9 Jahren am 29. Oktober 1929. Geboren aus dem kranken und spekulativen Bauch Amerikas und er überzog die Welt mit Unwettern und Dunkelheit. Schwarzer Freitag, ne? Wir sind noch immer hier, aber wir haben den Glauben verloren. Wir hörten auch auf zu zählen, weil uns mittlerweile übel von Zahlen wurde. Die Morgenröte schien damals weit entfernt. Heute meinen einige, sie könnten die Sonne aufgehen sehen. Sie scheinen zu vergessen, dass die Nacht und die Dunkelheit immer da sind, irgendwo versteckt. Ja, wobei 1938 war ja schon wieder Aufschwung. Zumindest in Deutschland war da ja der große Aufschwung. Aber gut. Oh, ach so, da könnte ich jetzt speichern. Ich möchte aber noch ein bisschen weiter gucken. Eine Kiste voll mit alten wissenschaftlichen Büchern. Der Garten sah aus, als würde er in der Dunkelheit schlafen. Oh, die sieht aber nicht so nett aus. Als ich die Frau mit der Kirchenkerze sah, fragte ich mich, wo Gott war. Ein Junge in religiösem Gewand, ein Haus voller alter Traditionen. Da ist noch ein Buch. Auszug 12. 28. August 1911. William ist heute 7 geworden. Er ist bei Henry im Garten und spielt Fangen mit den Dienstboten. Sie sind verkleidet wie Weltraummonster. Spiele, immer diese Spiele. Die Villa sieht aus wie ein Schlachtfeld und von ihrem Geschrei habe ich Migräne bekommen. Ich habe mich ins Büro zurückgezogen. Ich kann nicht einmal beten. Henrys Fantasien halten William von seinem wahren Schicksal ab. Ich muss ihn nur zu mir zurückholen, denn nur so kann ich einen Mann aus ihm machen. Nur so kann ich ihm das Vermächtnis der Winter Crosses nachbringen und ihm den Weg zeigen. Henry ist ein Träumer, ohne jegliche Ambition. Von ihm kann er nichts lernen.
Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. So ein Unsinn. Frauen sollten an der Front sein. Hierher hat uns das Gegenteil gebracht. Ich mache mir keinerlei Illusionen. Ich weiß, wie wenig Macht die Welt in die Hände der Frauen legt. Aber William ist jung. Er ist die Zukunft. Ich werde durch ihn handeln. Möge die Nacht endlich über diesem Haus einbrechen. Möge William aufhören, hinter Irrlichtern herzujagen und den Platz finden, der ihm zusteht in dieser Welt. Da geht's zur Bibliothek. Die machen wir aber noch nicht auf. Wir gucken erstmal weiter. Das Kruzifix wirkte nicht sonderlich tröstlich. Wie so gar nichts hier in diesem Haus. Ein Fotoapparat. Oh, das Bild ist ja gruselig. Rechts da, mit dem Jungen. 6 Jahre, frönt bereits Tagträumen. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Da war noch was? Ah, nee. Okay, ja, dann ist es das erste Foto natürlich, was wir hier gefunden haben. Hätte ja sein können. Erinnerungen Vespa Winter Cross. Okay. Was es hier alles zu sammeln gibt, das ist ja unglaublich. Okay. Dann speichern wir mal. Und ruhen uns aus. Are you there? Als ich erwachte, war ich wieder etwas bei Kräften. Ich konnte mit X rennen. Oh, das ist ja nett. Ah ja, uns geht es soweit auch wieder besser. Was war da noch? Hier war doch gerade noch irgendwie... Achso, das war hier der Zeitungsartikel, den kennen wir schon, ne? Genau. Are you there? Also wir scheinen immer von irgendjemandem zu träumen. Da liegen noch Streichhölzer, sehe ich gerade. Help me. Who was it? Or what was it? In my world, women didn't glow like the moon. And they didn't walk through doors either. I had to be more badly wounded than I thought. Was war das denn gerade, dieses Pochen? Vespa, sicherlich Hausbesitzer, aber kein besonders fröhliches Paar. Hier war gerade irgendwas mit... Ah, da. Ich kann nochmal ein Streichholz nachnehmen. Da war gerade die ganze Zeit so ein Pochen. Nichts Besonderes. Ist sie durch diese Tür hier gegangen? Okay, müssen wir von der anderen Seite irgendwie ran. Boah, ey, das ist ja... Ich wusste nicht, dass das so gruselig wird. Was ist das hier für ein Stuhl? Kann ich mich da auch reinsetzen? Hey, da lag noch ein Buch. Oder war es das? Ach nee, okay, Auszug 12, das kennen wir. Okay. Steuerung ist ein bisschen hakelig, aber es geht eigentlich. Recht gelungen. Gott, ey, die Bilder sind echt... Ey, du Fiesling. Irgendjemand will wohl nicht... Hä? Will nicht, dass wir hier sind. Warum sind jetzt die Türen hier alle auf? Das Licht wieder aus. So geht's mir schon besser. Da war hinter uns was. Habe ich hinter uns irgendwas gesehen? Okay. Hier ist wieder ein Zeitungsartikel. Rendezvous mit dem Schicksal 1. Für zu viele von uns war die politische Gleichheit, die wir einst errungen hatten, bedeutungslos angesichts der wirtschaftlichen Ungleichheit. Ein kleiner Kreis hatte in seinen Händen die Kontrolle über nahezu alles konzentriert. Den Besitz, das Geld, die Arbeitskraft, ja, das Leben anderer.
Für zu viele von uns war das Leben nicht mehr frei, Freiheit nicht mehr real und die Menschen konnten nicht länger das tun, was sie glücklich machte. Um gegen eine derartige Tyrannei der Wirtschaft anzugehen, konnte der amerikanische Bürger sich nur an die organisierte Macht der Regierung wenden. Die Wirtschaftskrise von 1929 entblößte den Despotismus als das, was er war. Die Wahlen von 1932 waren das Mandat der Bürger, dem ein Ende zu setzen, und unter diesem Mandat soll es auch beendet werden. Franklin Delano Roosevelt. 27. Juni 1936. Da ist noch ein Schränkchen. Nicht vergessen, Sessel. Ich bin so müde. Vater hat bei Quincy mehrere Ledersessel bestellt. Sie sind perfekt. Sie gehören zu den wenigen Plätzen, an denen ich ruhen und denken kann. Margaret kommt ihnen nicht zu nahe, aber ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht, weil sie das Zeichen der Sonne tragen, die sie blind gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur froh, dass sie hier sind. Ich danke dir, Vater. Und im Hintergrund spielte die Uhr, die mich so leicht aus dem Konzept gebracht hat. Ja, die Sessel. Und wir haben, glaube ich, ich mach mal kurz Pause. Wir haben, glaube ich, gerade einen Tipp bekommen. Bei den Sesseln kommt diese Frau nicht. Notenblätter, die aus dieser Vitrine genommen worden waren. Okay. Höhe. Licht, 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 Licht. Mach Licht. Okay, danke. Da fängt es immer an zu buppern. Okay. Ich sah mich um und konnte mit frei agieren. Ah, okay. Auf der Kiste war ein esoterisches Symbol zu sehen. Eine kleine Spieluhr mit einem Geheimnis im Inneren. Ich spürte ein Zittern unter meinen Fingern. Auf dem Deckel war das Symbol der Venus eingraviert, wie ich ja sagte, ne, das Symbol für die Frau. Ich kam nicht auf Venus, aber danke dafür. Die Kiste war verschlossen, es gab eine kleine Öffnung für einen Schlüssel. Sonst sieht man hier nichts. Da ist auch wieder dieser Sessel zum Speichern. Der Globus war vollgekritzelt. Ich konnte aber nicht genau erkennen, ob da jetzt irgendwas Sinnvolles war. Das sieht aus wie Blut auf dem Boden. Die Fenster hatten keine Griffe. Eine besonders hinderliche Eigentümlichkeit. Das Grammophon konnte nur stummen Staub abspielen. Da ist das Mädchen wieder. I decided to accept her presence. After all, from all those weird things I had seen that night, she was the only one who hadn't tried to kill me. Was wollte uns denn bislang umbringen? Das Mädchen und das Grammophon. Es schien, als würde das Mädchen erscheinen, wenn das Grammophon lief, doch es reichte nicht aus. Anscheinend brauchte sie mehr, es fehlte noch ein Stück in dem Puzzle, eine Verbindung zwischen ihr und dem Gerät. Also wollen wir sie holen? Auszug 1. Selena. Oh Gott, das ist wieder was anderes. Selena an William, Auszug 1. Liebster William, du wolltest mehr über mich erfahren, aber ich habe dir beim letzten Mal nicht alles gesagt. Dieser Brief wird das nachholen. Als ich 1930 in Kalifornien eintreffe, bin ich erst 18 Jahre alt. Das ist ein wunderbarer Ort und das Wetter ist so schön. Ich bin stundenlang am Strand und staune darüber, wie braun meine norwegische Haut werden kann. Die Abende verbringe ich in der Nähe der Jazzclubs. Nachmittags sehe ich Menschen beim Spielen am Strand zu und summe die Melodien, die ich am Abend zuvor gehört habe. Manchmal versuche ich, die Wellen zu übertönen, das ist eine gute Übung. Mein Englisch wird immer besser durch die amerikanischen Lieder, die ich schon in Oslo kannte. Zu diesem Zeitpunkt ist mir das soziale Elend kaum bewusst, das dein Land auffrisst. Ich bin jung, ich will schön sein, Menschen in meinem Alter kennenlernen und singen.
Im Spice Club in Los Angeles lerne ich die Mitglieder einer Jazzband kennen. Sie sind talentiert und lustig. Wir spielen die ganze Nacht. Ich vergesse die Uhrzeit und meine Eltern. Die rufen sogar die Polizei. Als die Nacht vorbei ist, sagen mir die Musiker, dass sie eine Sängerin suchen und mich in ihrer Band wollen. Ich kann es kaum glauben. Hattest du schon mal das Gefühl, endlich angekommen zu sein? Es fühlt sich fantastisch an. Angekommen sein, das ist immer ein sehr schönes Gefühl. War es der Mond, der alleine inmitten von allem stand? This thing looked like it was reaching out from some fairy tale. The kind of stories in which kids get devoured by some witch in a dark forest. Was it real? Die hat aber ein grässliches Gesicht, ey. I tried not to think about it. Only a madman can think mad things. Meine einzige Familie nach Vaters Tod. Ihre Stimmen, ihre Schritte, ihr Leben. Ich vermisse sie. Aha, da ist das Haus links und rechts. Jo, entweder ist das, ich würde mal schätzen, die rechte von den beiden könnte das leuchtende Mädchen sein. Die linke vielleicht die Hexe, die gerade vorbeigescheucht ist. Mein Gott, habe ich mich erschrocken, ey. Vielleicht ist das ja die, vor der der Stuhl uns schützen soll. William. Hatten wir das? William 1? Nee. William Wespers Tagebuch, Auszug 12. 6. Februar 1932. Ich habe schon viele Bars besucht, doch das Smoke and Mirrors ist wie auf mich zugeschnitten. Die Leute dort sind still, beinahe melancholisch. Sie halten inne im Strudel ihres Zigarettenrauchs, wie Verurteilte, verzweifelte Opfer, die von der Krise in die Dunkelheit getrieben wurden. Ob schon die Bar ein eleganter Ort ist, schreckt sie das nicht ab. Sie respektieren ihr Recht auf Vergessenheit. An diesem Ort können sie verschwinden. Ich suchte mir eine Ecke, aus der ich das Kommen und Gehen beobachten konnte, bis ich in den Abgrund meines Whiskys fiel. Die Band nimmt mich jedes Mal wieder gefangen, erstklassige Musiker. Ihre Musik ist wie eine von der Zeit gedehnte Träne, langsamer Jazz, ruhig und reserviert. Die Musik ihrer Zeit, die Musik all jener, die am Wegrand liegen. Jemand hat von einer neuen Sängerin erzählt, die unter Vertrag genommen wurde. Ich denke nicht, dass die Band das nötig hat, aber wir werden sehen. Vielleicht ja die Selena. Sind wir nicht durch die Tür gekommen? Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott, nee, ich gehe erstmal wieder zurück. Das ist wieder irgendeine andere Tür gewesen. Ich will jetzt erstmal in den Sessel speichern. Da, ach so, hier waren noch die News, die kennen wir. Okay, dann haben wir den Raum soweit, glaube ich, durchgearbeitet. Eine Originalausgabe von Debussy's Clair de Lune. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. So, ich will in den Stuhl. Da ist der Stuhl. Ich muss eine bessere Lichtquelle finden. Was? Ich darf hier nicht? Jetzt muss ich erstmal eine Lichtquelle finden. Ah, da. Hätte ich auch eher drauf kommen können. Hä? Wie? Was war darin, was versteckt... Was? Moment. Was war darin, das versteckt werden musste? Hä? Was ist das denn für eine Aussage? Was war darin, was versteckt werden musste? Komisch. Nun gut. Wir speichern. Und schlafen damit auch eine Nacht.